Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Lasst uns über Müll reden. Ich habe heute meine ganzen aufgebrauchten Produkte. Die sind hier drin, hauptsächlich Beauty, das ein oder andere Haushaltsding, wo ich offensichtlich noch irgendwie was zu sagen wollte, ist hier auch noch mit drin gelandet. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und um hier auch so ein bisschen die Interaktion anzukurbeln, es wäre so geil, Leute, wenn ihr dem Video ein Like da lassen würdet, das würde mir super viel helfen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, wäre auch ein Abo mega cool. Also ich würde mich hammermäßig drüber freuen. Und ja, wenn du Teil der Crew werden würdest, denn es ist schön hier, wir machen so ein bisschen Beauty-Content, Unboxings, Hauls, Reviews. Monatlich kommt ein Aufgebraucht-Video und Schminkvideos seht ihr hier und dies, das, Ananas und ja, es macht Spaß, würde ich mal so sagen. Und wenn du das regelmäßig sehen möchtest, dann abonniere mich sehr gerne. Gerne auch das Glöckchen abonnieren, vor allem anklicken. Und genau, also ich habe auch immer mal wieder Codes für euch am Start, dass ihr was günstiger bekommen könnt. Das heißt, hier sind natürlich auch Produkte aus Kooperationen in dem Aufgebraucht-Video, aber auch Sachen, die ich einfach so gekauft habe, die ich interessant fand. Produkte, die ihr mir zum Beispiel auch empfohlen habt oder wo ihr mich nach meiner Meinung gefragt habt. Ne? Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache noch eine Verlosung, ja. Wir kurbeln das Ganze nämlich noch mehr an, damit hier auch viele Kommentare unter dem Video kommen. Das hilft nämlich immer sehr, denn ich möchte einfach euch auch immer wieder was zurückgeben. Denn ich hatte jetzt am Wochenende so eine schöne Zeit mit Dalton, durfte da ja auch schon 5 riesengroße Produktpakete verlosen. In diesem Video mache ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket, was ich an einen von euch verlose. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. So, befassen wir uns ein bisschen mit Müll. Ich starte mit etwas, was mich wirklich umgehauen hat. Und zwar ist das hier diese Money Mask von Chris Appleton und Color Wow. Die hatte ich gesehen bei der lieben Peggy im Video. Morbus Black, die hatte die gezeigt und das war mal irgendwann, als so ein Purish Sale war. Denn dieses Ding ist sackenteuer. Habe ich mir selber gekauft, auch wenn ich bei Purish tatsächlich auch Kooperationspartner bin, dort dann auch immer wieder Produkte zugeschickt bekomme zum Ausprobieren, zum Vorstellen und auch einen Code habe, zum Beispiel auf meiner Purish Landingpage. Da könnt ihr auf alles, was dort aufgeführt ist, ich verlinke euch die Landingpage in der Infobox, ne, 15% drauf sparen mit Claudis Welt 15. Und genau, die habe ich mir aber selber gekauft. Eine so schöne Maske, die trägst du dir wirklich auf von dem Ansatz bis in die Spitzen. Das heißt, man muss wirklich damit ein bisschen haushalten, denn normalerweise mache ich 2-mal die Woche eine Haarmaske. Puh, da musste ich wirklich aufpassen, weil die geht dir sonst zu schnell leer. Ne? Du hast hier 215 Milliliter drin, also bei der Haarlänge geht die mir dann einfach zu schnell leer. Und ich fand die so schön. Jetzt ist mir hier dieser andere Deckel auch noch abgegangen. Ich rieche sie aber trotzdem. Riecht irre gut. Ja, das ist jetzt etwas zugespackt und dein Haar ist auch noch mit am Start. Sind halt leere benutzte Produkte, ne? Die riecht sehr, sehr angenehm frisch, aquatisch, würde ich mal so dazu sagen. Und die macht so ein leichtes, frisches Gefühl auf der Kopfhaut. Wenn man das nicht mag, macht man sich das einfach nur in die Längen und Spitzen, weil das ist tatsächlich eine Maske, die ja auch ein Stück weit, ja, so dieses Haarwachstums, da hab ich einen Spack, ankurbeln soll und dementsprechend auch sehr, sehr wirksam ist. Die ist sehr gut, aber ich glaube, die kostet 50 Euro, ne? Ich werde mir die jetzt auch noch nachkaufen. Ich werde sie aber sehr, 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 sehr vorsichtig verwenden. Also da muss man echt aufpassen, weil die so teuer ist. Nun, dann hatte ich mal von einer lieben Zuschauerin, von der lieben Melli, das Rituals Good Fortune Foaming Shower Gel in einem Adventskalender gehabt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ein ganz toller Duft. Das riecht nach Patchouli und Mandarine. Also das ist wirklich auch so ein Unisex-Duft. Ne? Und das Einzige, was ich halt bei Rituals-Düften oder Rituals-Produkten, Duschprodukten immer etwas schade finde, ist, dass man halt wirklich die schäumen nicht so schön. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt aktuell habe ich von Bilou noch so einen kleinen Duschschaum in Anwendung. Der kommt raus und ist direkt so richtig fester Schaum, ne? Als hättest du da irgendwie Gelatine mit reingemacht. Und das ist irgendwie ein etwas anderes Erlebnis. Dafür hast du hier ein fantastisches Duscherlebnis. Das ist so richtig Spa-Feeling. Und das mochte ich sehr gerne. Ein toller Duft, ein ja, reinigendes Duschgel. Der hat aber das hat nicht hingekriegt, dass, da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Produkt, dass dieses Deo richtig abgewaschen werden konnte. Also da musste ich wirklich schrubben. Ich habe mir teilweise Peelings genommen, um das wegzukriegen. Von Nivea Wintermoment, 48 Stunden Antitranspirantschutz, werde ich mir nicht nochmal nachkaufen.
Nein, meine Achsel hat davon echt geklebt und ich habe nicht viel verwendet. Ich habe auch nur einmal am Tag, also wirklich morgens, dieses Deo genommen, ne? Aber trotzdem, meine Achsel war richtig verklebt. Das war echt blöd. Das habe ich nur wirklich mit einem Peeling weggekriegt oder wenn ich mich rasiert habe. Und ich will mich ja nicht jeden Abend unter den Achseln rasieren. Das ist ja auch, glaube ich, nicht so gut. Im Sommer mache ich das schon. Aber im Winter, ganz ehrlich, da habe ich halt auch vielleicht mal so ein bisschen, dass ich mir Dreadlocks machen könnte, theoretisch. Wow, das hört sich krass an. Aber ich bin halt ehrlich, ne? Da muss ich das nicht jeden Tag haben. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen blöd. Also das hat schon geschützt, ja, das auf jeden Fall. Aber es hat definitiv auch so ein Stück was hinterlassen und das fand ich nicht in Ordnung. Dann habe ich hier noch etwas, das bekommt ihr auch bei Purist, den Jelly Joker von Gegen Gorgeous. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile sogar in der Drogerie und ich meine, dass ich hier auch noch den Abschminkbalsam drin haben müsste, irgendwo. Oder ich habe ihn euch letztes Mal gezeigt. Sehr, sehr schönes, mildes Reinigungsprodukt und die beiden in Kombination haben auch wirklich gut funktioniert zum Abschminken, sind preis-leistungstechnisch bombastisch und ja, jetzt habe ich am Wochenende von der lieben Nicole von Chiquitas Place den Balea Abschminkbalm bekommen, den ich heute Abend das erste Mal teste, da kann ich also noch gar nicht zu sagen. Den gab es nämlich bei uns im DM nirgendwo, online war der ja schon sofort ausverkauft und ja, genau. Also das hier fand ich auf jeden Fall als Double Cleansing zweiter Schritt sehr schön oder am Morgen. Da mache ich ja immer als erstes, dass ich mein Gesicht reinige und mir dann eine Gesichtsmaske auftrage und dann kommt ja die Hautpflegeroutine. Nun, auf jeden Fall den Jelly Joker kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich ihn sehr schön, sehr angenehm und sehr mild finde. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt irgendwie, sind da Parfümstoffe drin? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen. Nö, scheint nicht so. Panthenol ist natürlich auch schön, weil das schön pflegend ist, ne? Sehr empfehlenswert, auf jeden Fall. So ein Gel, ne? Ist ganz cool. Ich empfehle euch auf jeden Fall, dass ihr euch, habe ich ja glaube ich eben auch schon gesagt, was zu trinken holt. Denn es ist so wichtig, ne? Ich rede hier immer viel und dann brauche ich auch ein bisschen mehr zu trinken, ansonsten kriege ich so richtig Halsschmerzen. Hier habe ich ein Produkt und zwar, das hat mich hier sehr, sehr enttäuscht. Ich habe in letzter Zeit ein paar Peelings ausprobiert, die ich noch im Backup hatte oder in Adventskalendern drin hatte und die waren alle Mist. Wirklich Mist. Das hier habe ich jetzt aufgebraucht. Aber als Duschgel eigentlich. Das ist dieses Vanilla Twist von Spa Exclusives. Das war ja in dem Action Adventskalender drin. Das hatte ungefähr gar keine Peeling-Partikel. Und das hat mich echt geärgert. Also vorher hatte ich dann auch schon zwei andere gehabt, die schon so waren. Ne? Ich weiß nicht, ob ich verwöhnt von dem Dalton bin, das Ingwer-Meersalz-Peeling, was einfach so geil ist, was ein Home-Spa ist, aber halt auch nicht günstig. Ich versuche ja dann auch immer, ne, andere Produkte zu finden. Aber das hier war es auf jeden Fall gar nicht. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, komm, wir gehen jetzt auch mal zu Dalton, denn da habe ich jetzt aktuell den Code NEW-CLAUDY. Da könnt ihr aktuell 25% Rabatt bekommen und ab 80 Euro Einkaufswert bekommt ihr auch noch so ein Sachet von der Oystermaske mit dazu. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr euch das, was im Sachet drin ist, wenn ihr das aufgemacht habt, umfüllt in Pöttchen. Keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel hier so ein kleines Pöttchen aufgebraucht habt oder so, ne? Weil dann könnt ihr euch die viel, viel besser dosieren und zum Beispiel dann punktuell anwenden. Ihr müsst die ja nicht unbedingt, wenn ihr jetzt eine trockene Haut habt oder so, im ganzen Gesicht anwenden, wenn ihr so Rötung habt, ne, so in der Erdbeerwochenzeit, sondern wirklich nur punktuell aufgeben, dann habt ihr viel, viel länger was davon. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber wie gesagt, 25% Rabatt könnt ihr sparen und der Code gilt bis zum 28. Das müsste dann quasi, wenn das Video rauskommt, morgen sein. Also schaut da super gerne vorbei, wenn ihr Nachschub braucht, weil der nächste große Code, höhere Code, der dauert noch ein bisschen. Also das wäre dann jetzt quasi vielleicht einfach, wenn man sich noch ein bisschen was eindecken möchte oder so. Ne? Nun, auf jeden Fall habe ich hier auch noch ein paar Masken, die ich gemacht habe. Das habt ihr vielleicht auf Instagram auch gesehen. Da hatte ich ja so eine kleine Geschichte mit ZDF Die Spur. Die hatten da ja irgendwelches Material aus meinem Video gemobst. Und dann bin ich zum Hulk geworden. Hat aber auch ganz gut gepasst in der Zeit, weil ich habe aktuell meine Erdbeerwoche und dementsprechend kommt diese Anti-Pickel-Tuchmaske sehr, sehr gut. Sehr angenehme Maske, die sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass deine ganzen Eiter-Geschichten, wie auch immer, upsala, weggehen, also nicht so, ne, sondern die ist sehr, sehr beruhigend, dass deine Haut einfach, wie soll ich das sagen, wenn du Unreinheiten hast, dann tun die manchmal einfach weh. Und dann ist es schön, wenn man etwas drauf machen kann, was das Ganze beruhigt. Und das macht die, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr angenehm. Und das ist eine von der Clear Skin Reihe. Die haben ja unterschiedliche Reihen. Hier haben wir zum Beispiel 99,2% natürliche Inhaltsstoffe, ne? Genau. Auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Maske und die ist super günstig. Die bekommt ihr jetzt nämlich zum Beispiel anstatt für 8 Euro oder 7,90 Euro, ne, für ungefähr 6 Euro. Also das ist schon mal richtig cool. Eine, die ein bisschen hochpreisiger ist, aber die hat es auch wirklich in sich, ist hier diese Hydro-Lift-Maske. Das ist so ein Saugnapf im Gesicht und die ist wirklich klasse. Nicole Chiquitas Place meint, ich sehe damit witzig aus.
Schaut in ihrem Blog vorbei. Und ich finde sie einfach großartig. Die kannst du nachher nochmal zusammenfalten, wenn du nicht irgendwelche offenen Stellen hast oder so. Und dann, also ne, Kratzer, Unreinheiten oder sonst irgendwas, kann man die halt zusammenfalten und zweimal verwenden. Locker, dreimal sogar manchmal. Und ja, die gibt halt nicht nur Feuchtigkeit, sondern halt auch wirklich so einen leichten, ziemlichen Lifting-Effekt. Die macht eine wirklich schöne Haut und die kann ich euch wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen. Die hatte ich damals auch in meinem Set mit dabei. Hier sind 96% natürlich Inhaltsstoffe. Ne? Deswegen, die werden halt immer besser auch von den Inhaltsstoffen her, also immer natürlicher auch in der Hinsicht und haben trotzdem eine sehr hohe Wirksamkeit, denn die Dalton-Produkte sind ja Institutskosmetik und es ist Marinekosmetik, also... Ich muss es kurz anbringen, das Leben kommt aus dem Meer, also ganz ursprünglich von der Evolution her, ne? Und da du Leben bist und ich Leben bin, kommen wir ja auch aus dem Meer. Und da ist es super cool, dass sie halt sehr viele Produkte haben, die halt auch mit diesen maritimen Inhaltsstoffen sind, weil das sehr gut mit unserer Haut funktioniert und meine trockene, sensible Haut, vor allem meine sensible Haut der Haut, mag das einfach sehr gerne. Ne? Das funktioniert sehr gut. Ich habe dadurch auch wirklich meine Hautpflegeroutine sehr, sehr gut gefunden. Und hier habe ich dann nochmal die Hydrogel-Augenpads. Absolutes Must-Have, finde ich. Und wenn man irgendwie ein wichtiges Event hat, wenn man irgendwas vorhat oder wenn du einfach richtig schlecht geschlafen hast, die sind gut. Die machen dir die Augenschatten weg, die machen dir auch die Fältchen weg. Also nicht weg. Das ist schon ein Stück weit Bügeleisen, genauso wie die Hydro-Lift-Maske. Aber es ist jetzt kein Wundermittel, ne? Sind wir uns allen bewusst. Das ist halt eine optische Geschichte und das ist relativ lange, dass es auch so hält. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Hochzeit gehe oder... keine Ahnung, irgendwas Wichtiges habe oder einfach nur mich einfach mal ein bisschen gebügelter fühlen möchte, auch das ist sehr merkwürdig formuliert, dann verwende ich gerne eben die Masken von Dalton, weil die halt schon einen Effekt geben und nicht nur dieses Feuchtigkeitsspende haben. Dann habe ich hier jetzt gerade ein bisschen Haushalt, das habe ich unten bei uns im Badezimmer, habe ich mir draufgeschrieben, Raumduft, Wasserlilie und Limette von Profissimo und ein Haar von mir ist auch noch gratis mit dabei. Ja, sehr dezent. Sehr, sehr dezent. Den riechst du wirklich nur einen Hauch von. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Also ich glaube, in kleinen Räumen ist der ganz gut aufgehoben. Unser Bad unten ist jetzt nicht ganz so klein. Ja, aber dafür, dass man halt so ein kleines bisschen Duft hat, ist es gar nicht so verkehrt. Es ist nicht aufdringlich oder so. Ne, dafür ist es schon in Ordnung. Und einfach so, um ein bisschen diesen Vibe zu haben. Aber der Raumduft ist nicht dafür da, tatsächlich, um irgendwelche unangenehmen Gerüche zu überdecken. Das ist leider nicht der Fall. Dann habe ich hier... vorher nämlich drin gehabt, also da hatte ich nämlich diesen Airwick Sprüher und als das leer gegangen ist, habe ich einfach den Raumduft hingestellt. Life Sense Düfte, die sich verändern, Tag am Meer. Ja, von Airwick, ne, finde ich ganz schön, da gibt es von Domol auch welche, die in diesen Sprüher reinpassen, den wir unten eigentlich haben, bis zu 70 Tage Duft, ja, wenn du es halt wirklich nur ab und an sprühen lässt, wir haben es halt auf, ich glaube, fast höchste Stufe, doch, wir haben es auf der höchsten Stufe stehen, fand ich ganz gut. Aber ich mag am liebsten diesen ganz klassischen Baumwollduft von denen. Das ist mehr so meins, ne? Der macht auch gar keine Kopfschmerzen oder so, weil das ist ja sonst immer so mein Ding, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass wenn ich so pudrige Düfte habe oder so, dass ich da schnell Kopfschmerzen von kriege. Dann habe ich für meine Oberschenkel verwendet, von Knie bis Hüfte, mache ich mir immer gerne Öle drauf. Das ist einfach fürs Feeling und ich habe da Dehnungsstreifen durch das zu schnelle Wachstum in meiner Jugend. Kein Mensch sieht die außer ich. Ich persönlich habe einfach das Empfinden, wenn ich die ölmäßig behandle, dass die einfach weicher werden. Dass es nicht so aussieht wie so starke Risse. Es ist so eine Sache. Ne? Viele Sachen in der Pflege sind Empfindungssachen. Auf jeden Fall gebe ich mir dann Öl drauf. Keine Ahnung, gegen Zellulite kannst du eh nichts machen, da kannst du nur Wasser trinken und Sport machen, glaube ich. Kneipp, Mandelblüten, Hautzart, sensitiv, Hautöl hatte ich im Adventskalender drin gehabt, habe ich verwendet, fand ich gut. Ist auch ganz gut eingezogen, hat einen angenehmen Duft, mag ich, ne? Also kann man dafür auf jeden Fall sehr gut verwenden. Am ganzen Körper bräuchte ich das jetzt nicht, weil dafür zieht es mir jetzt nicht schnell genug ein. Bei den Oberschenkeln kann ich das mit dem Öl sehr gut vertragen, weil da ist es mir echt Pelle. Ne? Genau. Dann habe ich hier etwas, das hatte ich in der Kooperation von Mary and May, Vegan Blackberry Complex Cream Essence. Das ist wie so ein Toner. Den fand ich sehr, sehr schön. Den musste man schütteln. Den habe ich ja auch, wie gesagt, in der Kooperation gehabt. Ihr bekommt den bei Yes-Teil. Da könnt ihr mit Claudi Welt immer ziemlich viel raushauen. Ich glaube, das ist so ziemlich der maximale Rabatt, den man bekommen kann. Auf jeden Fall mochte ich das auch sehr gerne. Die Kooperation hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt
fast alle Produkte aufgebraucht, bis auf die Augencreme, die habe ich noch in Anwendung. Und es sind aber auch 30 Milliliter gewesen. Ne? Und ja, Glasverpackung, sehr, sehr schönes, mildes Produkt. Und hier ist auch nichts irgendwie drin gewesen, wo man aufpassen musste, so, verwende ich gerade irgendwie Niacinamide, Retinol oder ein chemisches Peeling oder so. Es hat immer gut funktioniert, habe ich vor allem morgens verwendet. Oder eben, wenn ich abends dann halt Retinol oder chemische Peelings verwendet habe oder Niacinamide, habe ich das auch dann vorher aufgetragen, weil ich einfach wusste, dass ich hier die Schweiz habe. Ich habe euch mal so zu Wirkstoffen auch ein Video gemacht, da könnt ihr mal vorbeischauen. Das hat mir einfach gut gefallen. Es hat gut Feuchtigkeit gespendet und war auch so ein schöner, ja, beruhigender Schritt nach der Hautreinigung, damit man dann halt mit der Pflege fortfahren kann, ne? Ja, komm, das piekst mir die ganze Zeit ins Gesicht. Keine Ahnung, warum ich das hier reingemacht habe. Frosch, Baby, Waschmittel habe ich aufgebraucht. Brauchen wir halt auf, weil Julius' Klamotten werden nur mit diesem Frosch-Baby-Waschmittel gewaschen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ab wann darf man normales Erwachsenen, ich will immer Menschenwaschmittel sagen, nein, normales Erwachsenenwaschmittel für Kinderwäsche verwenden. Das weiß ich nämlich nicht. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne, weil hier steht ja auch für Babywäsche. Und Baby ist ein Kind ja nicht mehr, wenn es ein Jahr alt ist. Das heißt, Julius ist ja eigentlich jetzt ein Kind. Keine Ahnung, wir haben da noch allerhand von, deswegen werden die ja auch verwendet, ne? Und ich glaube, Safety First ist eh immer wichtig. Der braucht jetzt ja auch noch nicht so diese Überladung von Parfümstoffen oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht. Schreibt mir das. Wie gesagt, die Muttis unter euch wissen das sicherlich. Und natürlich scheiden sich da sicherlich auch die Geister. Aber was ist eure Empfehlung, wie lange man halt quasi so Babywaschmittel verwenden sollte und ab wann man halt alles zusammenwaschen kann? Würde ja auch in dem Sinne erleichtern, weil ich nicht dann immer unterschiedlich sortieren muss und so, ne? Gut, eine Pinselseite, auch das habe ich aufgebraucht von Lovia, diese Zitrusgeschichte, fand ich gut, hat auch lange gehalten, also das hat länger gehalten als die Da Vinci Seife. Ich weiß jetzt aber nicht, ob diese Lovia Seife quasi den Preis-Leistungs-Gap damit wettgemacht hätte, weiß ich gerade nicht. Also ich weiß nämlich gerade nicht, wie viel die beiden so unterschiedlich kosten. Ich weiß, dass ich die Da Vinci-Seife ab und an mal bei Amazon für 5 Euro kriege und die Lovia-Seife, die müsste aber schon über 10 kosten, ne? Hat jetzt nicht doppelt so lange gehalten wie eine Da Vinci-Seife. Nee, das glaube ich nicht. Naja, also die werde ich mir wahrscheinlich dann nur nachkaufen, wenn Da Vinci mal wieder nicht verfügbar ist. Das war ja irgendwie so um Weihnachten, ne? Nee, Quatsch, irgendwann letztes Jahr. Ende letzten Jahres, ne? Dass die auf einmal so krass ausverkauft war. Habe ich echt gedacht, was ist da los? Haben die Leute herausgefunden, dass man seine Pinsel öfters waschen sollte. Keine Ahnung. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht von OC. Salts of the Earth, ein Body Scrub. Das fand ich auch schön. Tatsächlich, also es ist ein Salzpeeling gewesen. Das hatte ich, glaube ich, in einem Adventskalender. In irgendeinem englischsprachigen müsste das gewesen sein. Fand ich auf jeden Fall schön. Auch hier sind die Peelingkörner nicht so schön wie jetzt, ne, von dem von Dalton, aber das ist halt einfach eine Verwöhnungsgeschichte von meiner Seite. Ich mochte das gerne. Es hat für 2 Anwendungen gereicht. Das ist jetzt nicht super viel hier drin. Was haben wir denn? 30 Gramm, genau. Das habe ich mir halt gut eingeteilt. Ich fand es auf jeden Fall definitiv besser als das andere, was ich sonst so getestet hatte. Ne? Dann habe ich einen Abschminkbalm leer gemacht, den habe ich euch ja eben schon gezeigt, in der Reisegröße von Yepoda, den Kornbaum. Finde ich sehr, sehr schön, mag ich gerne leiden. Nimmt auch wirklich sehr zuverlässig Make-up runter und ist für mich ja auch der erste Schritt vom Double Cleansing. Und ich muss wirklich sagen, der Kornbaum ist aktuell auch noch immer auf Platz 1 für mich. Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr guter, ich streiche gerade das Pöttchen, oh mein Gott, ein sehr, sehr guter Abschminkbalsam, weil der die Wimpern schont, der ist sehr, sehr angenehm, also ich mache den drauf und ich kann ihn sanft verteilen, ich muss nicht rubbeln oder so und ich kriege damit zuverlässig das Make-up runter und danach dann halt noch irgendwie ein Gel oder ein Schaum, sehr, sehr gut. Ja, hier habe ich dann auch nochmal ein Kooperationsprodukt. Zeige ich nicht zu, dann die Kamera, ich mache es von hier, okay. Hier habe ich eine kleine Zahnbürste aufgebraucht. Ich habe euch ja auch diese O'Clean Ultraschall-Zahnbürste vorgestellt. Die habe ich sehr, sehr gerne in Gebrauch, muss ich wirklich sagen. Ich lasse dann nur tatsächlich das Programm bei mir meistens zweimal laufen. Also, dass ich einmal für unten, einmal für oben das verwende, weil ich putze mir meine Zähne doch etwas länger. Ich bin da etwas ausgiebiger unterwegs. Es waren in diesem Lieferset 2 verschiedene Zahnbürsten drin. Ich glaube, das hier war irgendwie Massage und die ich jetzt gerade habe, ist gegen Plaque oder so. Ja, ja, die gegen Plaque finde ich tatsächlich sogar noch besser. Die ist ein bisschen derber, da muss ich immer mit meinem Zahnfleisch ein bisschen aufpassen, aber ich mag's. Dann haben wir, genau, ich habe aktuell die Charlotte Tilbury Pflege so ein bisschen in Anwendung. Da hatte ich nämlich super viel auch in diesem Strumpf drin gehabt und so weiter und so fort, ne? Und jetzt gehen natürlich nach und nach die Produkte leer.
Da habe ich hier einmal in einer sehr kleinen Größe Charlotte's Magic Cream, 7 ml. Das ist so ein kleines Pöttchen, habe ich für den Tag genommen. Das mochte ich schon, also nicht jeder wird die mögen. Ich habe sehr trockene Haut und da ist halt sowas Reichhaltiges bei mir sehr gut aufgehoben. Und hier würde ich mir tatsächlich dann auch die Oystermaske reinfüllen, wobei das sogar fast schon zu klein ist, ne? Weil das sind 7 ml, da sind 10 ml drin. Ja gut. Dann muss man halt erst ein bisschen was davon aufbrauchen, ne? Aber ich glaube, das kriegt man hin. Nun, auf jeden Fall finde ich, ist das hier eine sehr, sehr schöne Creme gewesen. Bei Charlotte Tilbury ist halt einfach mein Fazit jetzt schon, was ich euch nennen kann. Ich glaube auch nicht, dass ich darüber noch ein separates Video drehe oder so. Interessiert euch das? Weiß ich nicht. Dann stelle ich es zur Seite, ne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich da mal ein komplettes Video drüber, dass ich euch halt ein umfassendes Fazit zu den einzelnen Produkten gebe und da mal gezielt darauf eingehe. Bei Charlotte Tilbury Pflege bezahlst du den Markennamen sehr viel mit und die sind halt hauptsächlich spezialisiert auf dekorative Kosmetik und du hast halt wirklich sehr, sehr viele Parfümstoffe damit drin. Also wenn du eine sensible Haut hast im Sinne von ich mag überhaupt keine Parfümstoffe auf meiner Haut, ist das nichts für euch. Wirklich gar nicht, ne? Denn das ist keine sanfte Pflege, auf gar keinen Fall. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Rosenthal, die hatten wir in der Trend Raider Box. Das Vlies war mega, war nass, seidig, war top, hat eine super Pflege gehabt. Also ganz, ganz tolle Maske. Und das war die Slow Aging Sheet Mask mit Hyaluron und Kaktusextrakt. Sehr empfehlenswert, wenn ihr, ne, schaut da, also definitiv Empfehlung. Das hier habe ich nicht ganz aufbrauchen können, weil ich habe das morgens und abends verwendet. Ich habe es immer an meiner Augenpartie verwendet und jetzt habe ich das echt schon eine Weile in Anwendung. Ich habe das direkt in Anwendung genommen, als ich den Chorus Adventskalender ausgepackt habe und das ist ja letztes Jahr irgendwann gewesen. Wir haben jetzt Ende Juni, ja genau, die Zeit rennt, Leute, merkst du was? Von Chorus Greek Yogurt Wide Awake Eye Gel. Du hast hier 15 ml drin. Ich denke, dass es noch zu einem Drittel befüllt ist. Ich tue es jetzt aber weg, weil wie gesagt, man sollte solche Produkte nicht zu lange am Auge haben, an den Schleimhäuten, weil das dann einfach nicht mehr so, ne, da kommen halt Bakterien, Keime und so weiter dran. Deswegen, genau, aber das war gut. Also das war so ein Schritt vor der Augenpflege, den ich gemacht habe. Es hat schön gekühlt am Morgen. Am Abend hat das nochmal vor der sehr reichhaltigen Pflege, die ich auftrage, schon mal so eine kleine Vorpflege gegeben. Also das war einfach feuchtigkeitsspendend und hat, glaube ich, auch so ein bisschen Trockenheitsfältchen ein bisschen gemindert. Eine Ampulle habe ich leer gemacht von Cellular Repair. Das ist die, keine Ahnung, Hyaluronsäure, Präbiotik, Ferments und Seaweed. Riecht nach Propolis tatsächlich. Sieht auch so ein bisschen so aus, weil das so orange ist, ne? Fand ich ganz interessant. Also ich habe hier die Ampulle auch wieder reingepackt. Huch. Oh, sogar mit Deckel. Oh, Claudi, da musst du aufpassen, ne? Genau, scharfkantig. Genau, das sieht so aus. So ein bisschen wie diese Isana Q10 Ampullen oder Isana Vitamin C Ampullen, ne? Also wie gesagt, das riecht nach Propolis. 1A für Gesichtsyoga, genau. Gesichtsyoga habe ich ja auch auf dem Dalton Event quasi mal so ein bisschen intensiver kennenlernen dürfen. Denn ich habe das nie mit richtiger Anleitung mal gemacht. Und das hatte die Vanessa, die dort bei Dalton arbeitet, uns so gezeigt. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich das zu Hause abends nochmal wiederholt und halt diese Ampulle verwendet. Und die hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich echt schön. Und Propolis ist ja so eine Art, also ist ja ein Teil von bienenproduziertes Dingens. Ich glaube, die nehmen Propolis, um quasi ihre Bienenwaben bakteriell abzudichten. Also, dass du antibakteriell die Bienenwaben halt so hast, ne? Und deswegen ist es halt auch super gut als Pflegemittel, aber ich glaube, das ist nicht damit drin. Aber es hat mir halt diesen sehr, sehr pflegenden Effekt gegeben, eben dadurch, dass ich das gerochen habe. Dann habe ich hier eine Maske gemacht, die ich von der lieben Corinne bekommen habe. Isana Tuchmaske Lovely Fox mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron. Fand ich sehr, sehr schön, hat schön Feuchtigkeit gespendet und man sah halt aus wie ein Fuchs, das fand ich cool. Nicht jede Isana Limited Edition Maske, genauso wie Balea Limited Edition Maske, sitzt bei mir gut. Manche sind halt einfach ein bisschen schwierig, weil die sehr dick sind, weil dieser Druck hier auch noch mit drauf ist. Die fand ich schön. Nochmal die Dalton Augenpads habe ich gemacht. Ja, ja, ich hatte ein paar lange Nächte und kurze Nächte. Die Maske von Summer Fridays habe ich gemacht. Auch die war in einem englischsprachigen Adventskalender drin. Jetlag-Maske. Die habe ich am Montag immer gemacht. Ich habe für jeden Tag eine so eine Maske bei mir stehen, die ich dann während des Zähneputzens drauf mache. Fand ich schön. Also hat schön Feuchtigkeit gespendet. Würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen, weil ich glaube, ich gar nicht so einfach drankomme. Ich glaube, Summer Fridays ist jetzt keine Marke, wo wir jetzt hier gut drankommen. Aber solltet ihr die bei euch haben oder mal drüber nachdenken, euch die so zu holen oder so, ist es, glaube ich, einfach nicht verkehrt, ne? Weil
weil die einfach auch schön Feuchtigkeit spendet und ein gutes Gefühl hinterlässt. Das habe ich tatsächlich verwendet, als ich jetzt auch auf dem Event war. Da habe ich so kleine Größen auch mitgenommen. La Vie Belle von Lancôme, das ist diese parfümierte Bodylotion. Ich persönlich mag diesen Duft sehr, sehr gerne. Mittlerweile macht er mir auch Gott sei Dank keine Kopfschmerzen mehr. Man muss es mögen, dass wir hier auch Schimmer mit drin haben. Ne? Das muss man wissen, denn ansonsten guckst du irgendwann auf deine Hände oder auf deinen Körper und denkst dir, hä, was ist hier los? ja, man glitzert nämlich sehr. Das ist im Sommer sehr schön, wenn man das so auf den Beinen hat, weil das so einen Fake-Strumpfhosen-Effekt gibt. Ich habe es einfach fürs Feeling genommen, es hat kein Mensch gesehen, dass ich geglitzert habe. Ich wusste es und ich habe mich gerochen und ich mochte es. So kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Dann habe ich als Augenmaske morgens verwendet von Corris die Eye Mask Black Tea. Das ist die Instant Firming Maske. Ja, ich weiß nicht, hat die jetzt gefirmt? Ich weiß es wirklich nicht. Sie hat auf jeden Fall belebt, das kann man definitiv so sagen. Das Koffein hat ganz gut gewirkt. Die war auch im Corris Adventskalender. Ich mochte die. Ich mag auch gerne solche Crememasken für die Augen, dass du halt ja nicht so diesen mega hohen Verbrauch von Augenpads immer hast, weil ich verwende immer Augenpads, ne? Oder Augenmasken. Und das hat einfach ganz gut funktioniert, vor allem in Kombination mit den Crememasken, die ich ja auch immer aufgetragen habe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sowas in die Hände bekommt, gibt es ja auch von Mudmaski, dass man das einfach mal ausprobiert, ne? Weil wenn ich mir das Gesicht eher abwasche, weil ich ja eine Crememaske drauf habe, dann kann ich dann auch einfach die Augenpartie mitwaschen. Und ja, ich mochte die, ich fand die sehr angenehm. Ist die überhaupt mit Koffein gewesen? Ich habe noch eine andere mit Koffein hier nämlich drin. Die war mit schwarzem Tee, ja. Ja, dann habe ich noch was aus dieser Charlotte Tilbury-Reihe leer gemacht. Heute Morgen erst Charlotte's Magic Serum. Das ist dieses Crystal Elixier. Auch das gibt einen leichten Glow, aber nicht dieses ich glitzer wie Edward der Vampir-Gefühl wie die La Vie Belle Body Lotion. Auch hier sehr, sehr viel Parfümstoffe drin. Das ist wirklich etwas, was jetzt nicht so super krass viel Pflege gibt oder so. Vielleicht was für den Sommer geeignet. Im Winter ist mir das viel zu wenig gewesen. Habe ich dann kombiniert mit dem Ceramid-Serum von Dalton für mich. Und ja, war schon schön, ne? Aber würde ich mir definitiv nicht in Originalgröße kaufen, weil dafür ist es halt einfach zu teuer. Hier habe ich einmal Shampoo und Conditioner von We Are Paradox aufgebraucht. Growth Thickening Conditioner und Growth Thickening Shampoo. Die waren auch mal irgendwo, ich glaube, in der Look Fantastic Beauty Box mit drin. Die haben auch so ein leichtes Gefühl von Kühlung, also vor allem das Shampoo halt auf der Kopfhaut, ne? Und die haben die Haare sehr, sehr schön gepflegt und ich mochte die auch gerne. Also das wäre auch etwas, wo ich sagen würde, kann ich mir vorstellen, mir das nachzukaufen? Ja, weil das einfach eine gute Pflege ist, ne? Eine gute Haarpflege, da haben die Haare nicht allzu sehr von nachgefettet oder sonst irgendwas. Also das war schon eine schöne Sache und die haben eine schöne Pflegewirkung gehabt. Und das in Kombination mit der Honey-Maske war traumhaft, habe ich aber nur einmal in Kombination verwendet, weil dann war die Maske leider leer. Dann habe ich hier von Delia im Adventskalender gehabt. Rosa Ton, Erde, Maske, strahlender Teint. Von Hashtag BeRoutine, das reinigt, ohne zu stark zu trocknen. Und ich fand die gut. Ja, war eine gute Maske, war ein schönes Sachet. Kann man auf jeden Fall gut machen. Sowas hilft dann auch ein bisschen, wenn man halt wirklich eine Erdbeerwoche hat und die Haut so am Eskalieren ist, ne? Kann man sich das drauf machen. Dann habe ich hier etwas, was einen Glow spendet, und zwar die Brightening Sheet Mask von Doctors Cosmeceutical. Genau, 15 Minuten lässt man die drauf. Fand ich nass, dünn und super, sitzt mega gut, war mit Niacinamiden und Centella Asiatica, was ich als Inhaltsstoffe immer sehr, sehr angenehm finde. Niacinamide muss man immer ein bisschen aufpassen, wobei das hier jetzt nicht, wobei doch, das schon relativ weit vorne steht, ne? Da muss man immer aufpassen, was man danach aufträgt. Da musst du dann nicht unbedingt noch direkt hinterher ein Retinolserum klatschen oder so. Das könnte ein bisschen viel werden für die Haut. Nochmal die Hydro Lift Express Maske von Dalton habe ich aufgebraucht. Ja. Ich habe Liebe gebraucht. Eine Fußcreme von Jean und Len ohne Gedöns habe ich aufgebraucht. Die reichhaltige Fußcreme. Gut zu Fuß. Jetzt habe ich mich vor meinem eigenen Atem gerade kurz erschrocken. Kennt ihr das? Oh. Gut zu Fuß zu dir, vegan. Mhm. Von Anja aus dem Adventskalender. Also ich habe ja ganz tolle Zuschauer-Adventskalender bekommen. Ne? Ihr seid so großartig. Mochte ich. Auf jeden Fall. Also Fußcreme verwende ich jeden Abend. Mache ich mir dann ordentlich drauf und ziehe mir dann Socken drüber und dann hat das Ganze eine ganze Weile Zeit, um einzuziehen. Und ja, dann ziehe ich mir irgendwann meine Socken aus und gehe mit Lucky Fusi ins Bett. Mit Calendula und Shea Butter. Hat sich auf jeden Fall angenehm angefühlt, hat gut gepflegt. Mochte ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
von Balea, die Be Adorable bedruckte Tuchmaske, die mit Waldbeerenextrakt, Shea-Butter und Hyaluron um die Ecke kommt, habe ich von Corinne bekommen. Fand ich auch top. Sie war riesig, was bei meinem Gesicht wirklich nicht oft vorkommt. Ich habe wirklich ein großes Gesicht, ich habe einen großen Kopf, war relativ dünn und nass. Also ich fand die wirklich toll, ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hyaluronsäure an dritter Stelle, Panthenol an vierter Stelle, also das ist sehr, sehr positiv. Gut, hier sind Parfümstoffe mit drin, aber ich persönlich habe so kein Problem mit Parfümstoffen eigentlich. Und ja, gute Maske, gute Inhaltsstoffe, gute Sache. Dann habe ich hier, ich habe so viele Masken gemacht. Schön. Von der lieben Delia im Adventskalender gehabt, von Holika Holika. Ich glaube, die Marke kriegt ihr bei Kosmetik for Less. Da könnt ihr dauerhaft mit Claudi 15% drauf sparen. Das ist ein Code nur für euch, da verdiene ich auch nichts dran. Wenn ihr was über meinen Link bestellt, den ich auch in der Infobox habe, dann würde ich eine Provision bekommen. Aber wenn ihr nur einfach so bestellen wollt, ne, Claudi 15. Dann habe ich hier die Pearl Pure Essence Sheet Mask. Ich mag so gerne die Holika Holika Masken. Die haben nämlich ein ganz angenehmes Vlies, was so ein bisschen stoffmäßig ist. Mag ich einfach gerne. Und die pflegen auch immer sehr gut, haben auch gute Feuchtigkeit mit dabei und nähren die Haut. Ich gebe mir trotzdem danach noch ein Serum drauf, aber ich habe auch eine sehr, sehr durstige Haut. Also meine Haut ist wirklich nicht nur wie ein Schwamm, die ist richtig krass. Also wie eine Trockenpflaume, die wieder zu Pflaume werden möchte. Ne? Dann habe ich hier eine Lichtschutzfaktor-Geschichte leer gemacht, auch von Mary & May. Ein vegan Peptid Bakuchiol Sunstick mit Lichtschutzfaktor 50+. Das ist für alle Leute super geeignet, die es gar nicht mögen, wenn so ein Lichtschutzfaktor weißelt oder zu dick auf der Haut ist. Wenn man vielleicht eh schon eine ölige Haut hat oder so, dann ist der echt eine gute Nummer. Denn du drehst den halt so hoch. Ne? Hier oben ist noch der Rest von Schützenfest drin und kannst damit dann so über dein Gesicht fahren. Und das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Du hast danach nicht so dieses super schmierige Gefühl oder so und trotzdem halt einen guten Lichtschutzfaktor. Und wir sollten alle Lichtschutzfaktor auch im Winter verwenden. Ob es unbedingt ein 50er ist, ist jedem selbst überlassen. Aber mindestens 30 finde ich persönlich immer wichtig. Ne? Genau. Denn die Sonne ist quasi das, was hauptsächlich halt die Hautalterung verursacht und Sonnenschäden und so weiter und ganz abgesehen von den gesundheitlichen Schäden. Nicht nur die Optik ist wichtig, Claudi. Hier habe ich in dieser Kerze erstmal ein paar Ampullen drin. Einmal die Extreme Lift von Daltern. Das ist eine wundervolle Ampulle, die leider etwas nicht so nach meinem Geruchsgeschmack ist. Aber die ist sehr gut. Also die hat wirklich diese pflanzliche Alternative zu Botox mit drin. Also die ganze Extreme Lift Reihe. Da muss man halt wirklich das also den Duft mögen. Ne? Ich habe auch schon die Creme verwendet und das Serum und so weiter. Das ist mir persönlich nicht reichhaltig genug. Aber ja, die Ampulle wird ab und an mal verwendet. Und sie war jetzt mit dabei und dann habe ich sie gemacht. Fand ich ganz gut. Die Q10 von Dalton ist eine belebende Ampulle. Das ist quasi das Coenzym Q10, was mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert, um den Zellstoffwechsel und somit die Regeneration der Zellen anzukurbeln und ist deswegen halt eine sehr belebende Geschichte. Ne? Die kannst du halt auch morgens verwenden, ganz gut, sehr empfehlenswert, also würde ich persönlich auch empfehlen, das dann zu machen. Die No Filter Needed Ampulle ist auch morgens sehr gut geeignet, das ist nämlich wie ein Primer. Ich persönlich würde die No Filter Needed Ampulle auch mittlerweile als meine zweitliebste Ampulle von Dalton sehen, kurz nach der Kaviar Deluxe, aber die ist wirklich sehr, sehr gut, habe ich heute Morgen verwendet und die hat mir sehr gut gefallen, hat halt auch so einen kleinen Aha-Effekt bei mir gegeben, denn ich habe die schon eine lange Zeit nicht mehr verwendet und finde die sehr angenehm, ne? Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann haben wir hier die leicht ölige Sleeping Beauty Ampulle. Die ist wirklich für abends sehr gut geeignet, weil sie sehr, sehr reichhaltig ist. Das ist ein Zwei-Phasen-Ding, was man schüttelt und dann hast du, dann sieht man auch so einen leichten Ölfilm, ne? Also diese Ölaugen. Und dann macht man sich das dann auch entsprechend aufs Gesicht, Hals, Dekolleté. Mega gute Pflege, kann ich echt empfehlen. Wenn man zum Beispiel an dem Abend ein chemisches Peeling gemacht hat oder wenn man auch Retinol verwendet oder so, ist es da sehr gut eigentlich. Ne? Dann habe ich hier die Ampulle von Dalton, die Kaviar Deluxe. Holt euch am besten dieses Anti-Aging-Ampullen-Set, da habt ihr nämlich all diese coolen Sachen mit dabei, wobei die No-Filter-Need, glaube ich, gar nicht mit drin ist. Das ist die Hochzeitsampulle, die gibt richtig geile Pflege, die macht dir so schöne Haut morgens verwenden, ansonsten ist es wirklich Perlen vor die Säue. Bei vielen dieser Ampullen empfehle ich euch definitiv auch diesen Ampullensprüher zu verwenden, nicht nur, weil der Ampullensprüher euch die Ampulle dann ja nochmal verschließt, da könnt ihr auch andere Ampullen reinmachen.
Sondern auch, weil ihr das dann auch besser dosieren könnt und diese Ampulle dann auch auf verschiedene Anwendungen, also auf 3 Anwendungen locker aufteilen könnt, wenn ihr das nur aufs Gesicht machen möchtet und nicht Halsdekolleté, auch wenn man Halsdekolleté mitpflegen sollte, hast aber auch nicht immer Bock drauf, ne? Genau, und der kostet halt auch nicht die Welt, 5 Euro oder so, und auch da kannst du mit New-Claudi drauf sparen. Die Calvia Deluxe habe ich übrigens nochmal gemacht, weil ich die so gut finde. Okay, dann habe ich jetzt hier eine, ja, die war auch sehr interessant, von Elemis. Ihr fragt mich auch häufig, wie ich Elemis-Pflege finde. Achso, die zeige ich euch gleich, die Kerze, ne, wo ich das gerade drin aufbewahrt hatte. Herbal Lavendel Repair Mask sollte beruhigen mit 15 Millilitern. Ja, also ich habe die morgens verwendet. Das Lavendel fand ich schon sehr angenehm und die Maske an sich war auch beruhigend, war sehr, sehr angenehm für die Haut. Mich persönlich hat der Duft dann vielleicht doch ein Stückchen zu sehr gestört, weil ich sie halt morgens verwendet habe. Ist nämlich eher eine Maske eben wegen dem Lavendel, was man dann abends verwendet. Gut, das steht hier auch drauf, ne, dass du Soothing hast. Wobei, Soothing kannst du auch morgens verwenden. Das hat halt nämlich auch meine Nase und mein Geist so beruhigt, dass ich davon müde geworden bin. Ich möchte am Morgen gerne wach werden. Elemis generell finde ich schön, aber ich, also von der Basispflege her mag ich das ganz gerne. Ich persönlich bin aber halt eher so ein Fan davon, das Ganze mit Wirkstoffen zu kombinieren, aufzupeppen und so, ne? Und ich finde das in Elemis-Produkten halt nicht in dem Maße, wie ich das halt bei Dalton-Produkten finde. Und Dalton ist, glaube ich, auch noch ein Tickchen günstiger. Also ich fahre mit beiden gut, aber habe mich definitiv auch gegen eine Kooperation mit Elemis entschieden, weil ich die Sachen, also die Produkte von Dalton einfach viel, viel besser für meine Haut finde. Von Ritual habe ich hier die Ritual of Sakura Kerze aufgebraucht. Die hatte ich auch irgendwo mal mit dabei gehabt. Hier konnte ich den Duft auf jeden Fall gut haben. Hatte sie auch im Hintergrund stehen. Die Ayurveda habe ich aussortiert. Die seht ihr dann demnächst in dem Flop-Video. Genau, angenehmer Duft. Ich mag den Sakura-Duft richtig gerne. Als Raumduft eigentlich gar nicht. Aber als Kerze fand ich den gut. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, manchmal mag man Düfte, manchmal mag man Düfte nicht. Das ist immer so eine verrückte Kiste hier. So, jetzt räume ich hier so ein bisschen mal auf, weil ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und es steht hier alles so ein bisschen wild rum. Ich mache hier auf meinem Tisch immer schon so ein bisschen Mülltrennung, ne? Dass ich dann auch gleich das ganz gut wegräumen kann. Dann werden die ganzen Deckel abgeschraubt und so weiter. Also hier ist immer noch ein bisschen Party. Upsala, wenn das Video auch schon vorbei ist. Dann habe ich hier noch eine Maske. Auch süß. Isana Wild Ones. Feuchtigkeit spenden und glätten mit Wildrosenöl und Cupuaçu-Butter und Retinol. Die hatte ich die nicht sogar auf dem Event mit. Ist von Corinne. Die war riesig, nass, nährend und top. Ja, habe ich halt abends verwendet, weil Retinol verwende ich nur abends. Also da habe ich mich echt gewundert, ne, dass wir teilweise so große Fliese auch drin hatten. Weil sonst, wie gesagt, mein Gesicht ist so groß. Bei diesen ganzen koreanischen Masken war das sehr häufig so, dass ich die gar nicht komplett über, also an mein Gesicht dran machen konnte. Wie platt sieht das hier eigentlich hier gerade aus? Ja, ne? Und die war sehr, sehr groß. Dann habe ich hier noch aktuell in Anwendung von Isana die Waschmaren Abschminkpads. Die hatte ich mir gekauft. Kann ich sehr empfehlen. Also die sind jetzt auch dadurch, dass sie durch Waschmaschine und Trockner durchgelaufen sind, nicht jetzt irgendwie krass deformiert worden oder so. Die funktionieren auch sehr, sehr toll zum Toner auftragen, zum leichten Abnehmen von Augen-Make-up oder Lippen-Make-up, wenn man möchte. Also ich mag sie. Waschbar bis 60 Grad steht hier auch extra drauf. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich die einfach mal anschaut, weil die sind ja auch relativ günstig. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schwämmchen, die ich aussortiert habe. Die kommen tatsächlich auch zu meiner aufgebrauchten dekorativen Kosmetik. Habe ich euch ja letztens von 2023 abgefilmt und dann werde ich euch ja Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, das von 2024 auch abfilmen. Da habe ich einmal einen von Real Techniques. Also wenn die Schwämmchen halt hier an dieser Spitze so richtig ausgefrickelt sind, dann ist irgendwann die Zeit gekommen, dass man sie aussortieren darf, ne? Und ich benutze meine Schwämme wirklich intensiv, häufig und wasche sie aber auch intensiv und häufig. Und dementsprechend haben die halt irgendwann ihren Zenit überschritten. Genauso ist es leider auch diesem hier von Luvia in Kooperation mit Maxim ergangen. Wir wissen, dass dieser Schwamm mal rosa aussah, ne? Und ja, jetzt ist es halt einfach nicht mehr so, dass man ihn weiter verwenden sollte. Und dann habe ich hier noch einen, der dürfte von Nabla sein und da sieht man es halt extrem an dieser Kante, ne? Also wenn Schwämmchen so aussehen, dann ist eigentlich der Punkt erreicht, dass man sie aussortieren darf oder wenn sie halt Risse bekommen oder sieht man, fühlt es halt auch ein Stück weit, ne? Der fühlt sich zum Beispiel auch schon sehr hart an und guck mal, wenn ich hier drücke, dann sieht man hier auch an der Seite die Risse. Also das ist für mich immer so ein bisschen da, also hier an dieser, ne, Kante, dass man das Schwämmchen aussortieren darf. Genau, weil mittlerweile, die kosten ja auch nicht mehr so die Welt.
Müssen es immer teure sein? Nein. Ich habe auch durchaus welche von Essence oder von Revolution, die ich sehr, sehr geil finde. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Mary & May. Ja, ich habe die, es ist halt, wenn ich Kooperationen habe und die Produkte dann auch wirklich mag, dann gehe ich ja erst die Kooperation auch richtig ein, sodass ich dann auch Videos darüber mache. Und ich brauche die Sachen ja auch auf, ne? Also deswegen seht ihr die auch immer wieder. Hier habe ich hier die Ida Benone Blackberry Intense Cream und die war mit Ceramiden sehr, sehr geil, hautberuhigend. Also die fand ich so schön. Das war auch eine ganz angenehme, leichte Konsistenz. Sonst hast du das ja bei Ceramiden. Also Ceramide sind ja generell so ein Wirkstoff. Hallo Fokus, danke. Den kriegst du in einer guten Qualität nicht günstig produziert. Das ist sehr, sehr schwierig. Und hier hast du wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, genauso wie auch übrigens bei dem High Concentrate Ceramide, wo ich persönlich einfach finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis am krassesten ist von allen High Concentrates, die da sind. Nur mal so by the way. Auf jeden Fall ist hier dieses ja, Ceramide in einer sehr, sehr geligen Textur drin gewesen, was halt auch, ja, hier habe ich noch ein bisschen was unten drin. Hier kann ich das auch nochmal zeigen. Das war halt nicht so super dick. Deswegen glaube ich, dass halt auch Leute mit einer Mischhaut oder mit einer öligen Haut das einfach richtig gut verwenden können. Das hat keinen Duft, ne? Und das ist so angenehm, sobald ich das jetzt hier gerade auf meine trockene Hand auftrage. Ja, hier sind noch ein paar Swatches. Ich war heute im Rossmann und habe ein bisschen was für euch geswatcht. Das ist so angenehm. Das zieht halt auch ein. Das hinterlässt nicht so ein Glitchy-Film oder so, ne? Das heißt, für morgens auch richtig, richtig gut geeignet. Und fand ich klasse. Also das ist eine sehr, sehr schöne Creme gewesen. Dann kommen wir zu Zahnseide-Sticks von Dontodent. Fand ich gut. Ich verwende jeden Morgen einen davon und abends manchmal auch. Je nachdem, wenn ich irgendwie ne, was gegessen habe, was dann zwischen den Zähnen sitzt, dann muss das raus. Und ich versuche auch wirklich jedes Mal, wenn ich meine Zähne putze, eigentlich Zahnseide zu verwenden. Das heißt, eigentlich verwende ich 2 Sticks pro Tag. Abends lasse ich es dann doch manchmal schleifen mit der Zahnseide, muss ich gestehen. Aber einmal morgens auf jeden Fall. Da kommt es dann auf jeden Fall dran. Dann habe ich hier noch die Chocolate Milk One Pack Maske Air Pocket Sheet. Das habe ich von Delia bekommen. Die hat mir so einen so geilen Adventskalender gepackt, wo ganz viele Tuchmasken drin waren, die ich alle aufgebraucht habe. Wow. Die fand ich top und das war eine richtig schöne Milchpflege. Also das heißt, das was da als Serum an dem Vlies dran war, war so richtig milchig. Und das hattest du hier nachher auch noch als Serum drin. Also solche Sachen, ne? Wenn ich dann zum Beispiel unten im Bad bin, dann habe ich ja auch zum Beispiel, wo habe ich es hier, mein Charlotte Tilbury Pöttchen oder sonst irgendwelche Pöttchen. Ich mache mir da immer ein bisschen Serum noch rein, dann habe ich das halt für morgens. Oder ich nehme mir das Serum, was ich noch drin habe, für Gesicht, Hals, Dekolleté. Mega. Liebe ich einfach tierisch. Und ja, die fand ich auch von der Feuchtigkeitswirkung sehr, sehr schön. Und ja, hat einfach schön beruhigt, ne? Dann habe ich von der Ideenwelt mir diesen Haarturban gekauft. Mikrofaser-Kopfhandtuch. Das habe ich jetzt auch eine Woche in Anwendung gehabt. Das ist jetzt gerade in der Waschmaschine. Und das mochte ich. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch, weil das sehr, sehr, sehr weich sich angefühlt hat. Deswegen habe ich erst gedacht, okay, überlebt das überhaupt Trockner und Waschmaschine? Und hast du nicht gesehen? Ja. Auch unsere Waschmaschine mit Lagerschaden hat es überlebt. Wir mussten uns jetzt eine neue kaufen, weil unsere war so laut. Die ganze Nachbarschaft hat mitbekommen, wenn wir Wäsche gewaschen haben. Auf jeden Fall, ja, mochte ich oder mag ich das. Also das ist jetzt ja nicht aufgebraucht. Ich habe das jetzt einfach nur eine Woche in Anwendung gehabt. Fand ich sehr schön. Und meine Haare waren danach auch wirklich nicht so frizzig oder so. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da brauchst du dir kein super teures kaufen. Da tut es auch das hier definitiv, wenn es das noch in der Ideenwelt gibt. Ansonsten bestimmt online in der Ideenwelt bei Rossmann. Da schaut euch gerne mal um. Wir sind auch mal kurz noch ein bisschen weiter bei den Haaren. Ich habe ein Video von Maxim gesehen, während ich im Badezimmer war und meine Haare gekämmt habe. Und Maxim hat deutlich darauf hingewiesen, dass wir ab und an unsere Haarbürsten wechseln sollten. Und ich habe meine Haarbürste angeguckt und mir gedacht, oh Schätzelein, dich habe ich schon oft sauber gemacht, aber mittlerweile siehst du echt fratze aus. Ciao, Kakao. Ich will sie gar nicht so viel zeigen. Ist von Tangle Teaser eine gewesen, oder es ist halt immer noch, ne? Die fand ich schon sehr, sehr gut, weil du hast hier nicht so diese Pünktchen drauf, also nicht so diese Noppenviecher. Und ich mag gerne diese Tangle Teaser Bürsten. Ich habe jetzt wieder die, die man ganz normal so in die Hand nimmt, ne? Also die halt nur so in dieses Festhaltevieh, sondern halt nicht mit diesem Griff gehabt. Und ich vermisse sie, ja. Aber ich habe noch welche von diesen Handhalteviechern. Die sind da, die müssen ja auch verwendet werden. Aber da traue ich ein bisschen hinterher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann, ja, keine Ahnung. Wollte ich euch ganz stolz präsentieren, dass ich mal wieder Slip-Einlagen geleert habe. Was soll ich euch sagen, Leute? Ne? Verwende ich immer, brauche ich leider auch nach der Schwangerschaft immer noch sehr intensiv. Facel Slip-Einlagen Klassik. Ne? Machst du nichts mit verkehrt.
Und ich finde die von Facel übrigens auch sehr, sehr gut. Also das sind die, die fusseln nicht, die verrutschen auch nicht so derbe oder sonst irgendwas. Also die mag ich schon ganz gerne. Noch eine Kerze habe ich aufgebraucht. Die kommt aus dem Wohnzimmer. Da hatte ich mal eine an Savage Garden von Rituals. Ja, war halt vorhanden, um das mal so zu sagen. Ne? Das war jetzt kein mega, ich fülle den ganzen Raum aus Duft. Interessant, das hat ein Ablaufdatum. 04/20/25. Das wundert einen ja auch irgendwie, ne? Aber es war ein schöner Duft, die ist schön ausgebrannt. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, also ist schon eine schöne Sache, aber es war eigentlich eher so für die Stimmung. Wenn einem kalt ist und man eine Kerze anmacht, dann wird einem irgendwie wärmer. Vom Empfinden her, finde ich, ne? Dann habe ich Villa Bali von Douglas Home Spa aufgebraucht. Relaxing Body Wash mit Sandalwood und Frangipani Flower. Ist ein Unisex-Duft gewesen. Hat jetzt nicht so mein Vibe gehabt vom Duscherlebnis her. War okay, hat gereinigt. War okay, hat gereinigt. Würde ich jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich hier eine Lippenpflege von Dalton. Auch die bekommt ihr und die ist sehr, sehr gut. Ich glaube, die hat mir ein halbes Jahr gehalten. Yo, habe ich die... Ich glaube, ich habe die beim letzten Event im Mai nämlich angefangen zu verwenden. Finde ich sehr, sehr schön, weil sie, wie soll ich das sagen, sie ist nicht zu schwer auf den Lippen, aber du kannst sie trotzdem so auftragen, dass sie richtig pflegend ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon cool und ja, riecht gut, sieht gut aus, ist jetzt hier an der Plastikstelle dran gekommen, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da mit den Lippen dran komme. Riecht halt wirklich angenehm. Das ist nicht zu aufdringlich, was es auch meiner Meinung nach unter den Lippen halt nicht direkt so sein sollte, ne? Sehr schönes Produkt. Also, das mag ich einfach. Dann habe ich hier noch etwas aufgebraucht von dem Asam. Das Beauty Naturals Serum. Das habe ich im Unterstübchen aufgebraucht als Aftershave quasi. Ja, im Gesicht war mir das nicht ausreichend genug. Also, das hat mir nicht gut die Pflege gegeben, die ich brauche. Das musste ich immer mit irgendwas anderem kombinieren. Ähnlich wie bei dem von Charlotte Tilbury halt. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, versuche ich es mal im Unterstübchen, weil das ist ja auch ohne Parfümstoff und so. Hat funktioniert, aber da muss ich sagen, bin ich tatsächlich immer noch eher bei dem von Dalton. Ist aber eine persönliche Präferenz, dann nehme ich halt einfach lieber diese Cream, verlinke ich euch in der Infobox, kann ich euch auch mal einblenden, diese Sensitive Care Cream Rich oder Medium, je nachdem, wie ich es gerade haben möchte. Und genau, die finde ich sehr gut. Kann man das auseinanderbauen hier? Ja, sehr gut. Genau, weil du hast hier unten Glas und das hier oben ist Plastik, das sollte man natürlich trennen. Das nur mal so zur kleinen Info von der Mülllady hier. So, dann haben wir hier ein Produkt von Living Proof. Jo, das war cool. PhD, Perfect Hair Day, das Shampoo, das mochte ich sehr gerne. Das hat so ein frisch vom Friseur-Gefühl hinterlassen, muss ich sagen. Hat schön gereinigt und auch irgendwie ein gutes Gefühl mir gegeben. Also das war schon schön. Ich bin ja auch immer auf der Suche, dass ich auch so Drogerie-Shampoos und so weiter teste. Jetzt gerade habe ich die Ela-Serie von Pamela Reif in Anwendung. Müssen wir mal gucken, wie sich das noch so weiter verhält. Dann habe ich noch ein paar Masken hier. Die Shea Butter von Misha. Auch die von Delia. Großartig. Also sehr schön, diese K-Beauty-Geschichten, wenn man wirklich, so wie ich, so ein Junkie ist. Ne? Also ich mache eigentlich jeden Morgen eine Crememaske, jeden Abend eine Tuchmaske. Es sei denn, ich nehme eine Dalton-Maske, weil diese, oder eine Dalton-Hydro-Lift-Maske, ne? Denn da habe ich den Effekt für 2-3 Tage und genau, habe nicht das Bedürfnis quasi, dann am nächsten oder am übernächsten Tag nochmal eine Maske zu machen. Und genau, das ist bei den Misha-Masken etwas anderes. Da habe ich halt einfach am nächsten Tag wieder das Bedürfnis. Mach mir eine Maske. So ist das manchmal bei mir, ne? Aber es ist trotzdem dann, während ich sie drauf habe, sehr schön. Von Isana habe ich die Tuchmaske Kleiner Pinguin mit Kollagen und Vanilleextrakt. Von der Vanille habe ich jetzt nicht so viel gerochen, habe ich von der lieben Corinne bekommen. Fand ich einfach süß. So, jetzt ist es raus. Ich mag Pinguine. Und ich hatte Pinguine im Gesicht. Das war sehr süß. Guckt ihn euch an. Er ist süß, oder? Oh mein Gott. Ja, es ist schon cute. Dann habe ich ja auch noch die Magical Fairy Tale Tuchmaske mit magisch verwunschenem Duft von Valia von Corinne bekommen. Das Vlies war etwas dick, aber die Pflege fand ich top. Ne? Ist eine ganz schöne Geschichte. Und hier habe ich dann auch immer geschaut, welche Inhaltsstoffe sind hier drin und inwiefern kann ich das mit was irgendwie nehmen oder nicht nehmen. Aber das ist, ne? Eigentlich bei diesen Tuchmasken hast du die Konzentration nicht so hoch, dass da irgendwelche Problematiken auftauchen könnten. Hier habe ich noch einen Conditioner von Nuki aufgebraucht. Hier sind wir auch mal wieder von bei der Pflege. Ich glaube, das gibt es im DM zu kaufen. Hatte ich entweder in der Pinkbox oder in der Trend Raider Box, weil in einer hatte ich nämlich die Body Lotion drin und in einer hatte ich diesen Conditioner mit drin. Fand ich solide, aber tatsächlich jetzt nicht überragend. Also
da habe ich dann halt danach den von We Are Paradox verwendet und habe mir gedacht, oha, so könnte es auch laufen. Okay. Also der war halt schön, aber halt nicht so mega krass. Aber der ist halt auch vom Preis her nicht so mega krass. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Die Mischung macht's ja immer. Apropos die Mischung macht's. Da habe ich hier die Magical Effect klärende Schönheitsmaske von Dalton. Ich habe sie auch in klein da und habe sie heute Morgen nochmal verwendet. Und habe ich die heute Morgen? Ich glaube schon, ne? Ja, heute Morgen habe ich sie drauf gemacht. Oder war das gestern? Ich bringe die Tage manchmal durcheinander. Sehr angenehm. Die hat auch was leicht Kühlendes mit dabei. Eine wundervolle Crememaske, die man sich wirklich nur sehr, sehr dünn auftragen muss. Und trotzdem gibt sie dir diesen magischen Effekt. Ich empfehle euch auch immer wieder, wenn ihr bei der Dalton bestellt, nicht nur meine Code zu verwenden. In dem Fall habe ich jetzt gerade new-claudi für 25% Rabatt. Yay! Sondern auch tatsächlich oben rechts in die Ecke im Suchfeld Probe einzugeben. Da erscheinen Probensets. Die sind für Ume. Ihr könnt euch 2 Sets, glaube ich, oder 3 Sets sogar in den Warenkorb mit reinlegen und dann habt ihr die mit dabei. Schaut da einfach mal, ne? Und wenn ihr dort bestellt, packt euch die Probensets mit rein. Die sind so, so geil. Wirklich. Einfach, um dann auch mal was anderes vielleicht ausprobieren zu können. Und genau, ja. Das klärt nicht nur, sondern das erfrischt halt auch irgendwie, also dieses Produkt. Und ich finde sie sehr schön. Also für mich definitiv eine sehr, sehr große Empfehlung. Ja, wenn man Frische mag. Ich weiß gar nicht, womit das... Wasserminze oder sowas. Ganz verrückt. Ganz cool. Aber nicht nervig. Also es tut nicht weh. Es prickelt nicht auf der Haut oder so. Es ist nur ein super angenehmes Gefühl, was man bekommt. Und gerade am Morgen halt diese Frische. Ne? Dann habe ich auch noch die Misha Honey Maske mit drin. Die hatte ich auch von Delia. Auch das wieder. Ne? Reiht sich dem Ganzen ein. Finde ich großartig. Sehr, sehr beruhigend. Sehr, sehr angenehm. Und Feuchtigkeit spendend. Sehr schön. Dann habe ich hier aus dem Adventskalender von Dalton. Und ich finde, dass das auch ganz cool dort aufgehoben war. Weil ich glaube, jeder kann irgendwie Hyaluron gebrauchen. Habe ich vor allem morgens verwendet. Das kann man auch wirklich so als Basis-Serum verwenden, wenn du es abends verwendest. Und das dann zum Beispiel, wenn deine Haut sehr, sehr viel Feuchtigkeit braucht, in Kombination mit einem Retinol oder Niacinamid verwenden, ne, um das Ganze halt ein bisschen feuchtigkeitsspendender zu machen. Ich mag sehr, sehr gerne die Hyaluronic Urea Reihe, weil sie nicht nur feuchtigkeitsspendend ist, sondern halt auch so ein bisschen mehr Reichhaltigkeit mit dabei hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Hyaluronic Booster mir anschaue, habe ich halt einen feuchtigkeitsspendenden leichten, ja, Serumgeschichten gedünsten. Ich habe den Satz falsch angefangen. Habe ich eine leichte feuchtigkeitsspendende Pflege. Und hier haben wir einfach nochmal on top ein bisschen mehr Reichhaltigkeit mit dabei. Genau, weil das ist eine Frage, die immer wieder auch gestellt wurde. Was unterscheidet zum Beispiel diesen Hyaluron Booster von der Hyaluronic Urea Reihe und dementsprechend auch von dem Serum? Die Inhaltsstoffe definitiv, ne? Und auch die Konsistenzen tatsächlich und die Art und Weise, wie reichhaltig die Produkte auf dem Gesicht sind. Dann habe ich hier noch etwas und zwar ist das von Marlies Möller. Das, das fand ich richtig gut. Das Micellen Pre-Shampoo. 30 Milliliter sind hier drin. Ich überlege mir, sowas wirklich in groß zu kaufen. Ich habe sowas ähnliches, als Pre-Shampoo habe ich jetzt auch eins da, aber das finde ich ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob ich das weiter verwenden möchte. Auf jeden Fall, das hier fand ich sehr, sehr gut. Habe ich zum Beispiel verwendet, wenn ich mir ein Kopfhautpeeling machen wollte, habe ich das hier vorab verwendet, um einfach mal so ein bisschen die Kopfhaut grob zu reinigen, halt mit dem Shampoo, ne? Und dann habe ich mir mein Peeling aufgetragen und dann danach nochmal ein Shampoo. So, das ist sehr viel Haarpflege, ne? Danach habe ich nämlich auch noch einen Conditioner aufgetragen und eine Haarmaske. Wow! Danach hatte ich aber auch Haare wie Rapunzel, das sage ich euch. Auf jeden Fall ist das sehr schön, war in irgendeinem Adventskalender drin und ich fand es klasse. Von der lieben Emmy hatte ich ein Duschgel mal bekommen und zwar von Yves Rocher, das Juicy Berries Belle Delicieuse von Yves Rocher, ja. Fand ich sehr geil. Also das hat einen ganz, ganz tollen Duft gehabt, dieses Beerige ist schon meins, ne? Also mochte ich, wirklich. Vielen, vielen Dank, das hat mir echt gut gefallen und ja, war ein schöner Duft. War schön. Auch ein schönes Peeling ist hier von Kneipp das verwöhnte Cremeöl-Peeling. Das hatte ich jetzt hier als Sachet von Carin und Corinne bekommen. Gibt es ja auch in der Originalgröße. Hier ist halt die Sache, das mag nicht jeder, dass man halt am Ende dann diesen Ölfilm nach wie vor noch auf der Haut hat. Der ist hier ein bisschen intensiver, finde ich persönlich, als das Ingwer-Meersalz-Peeling von Dalton das halt mit hätte. Entschuldigung, dass ich das so oft erwähne, aber ich mache für mich persönlich im Kopf immer diese Vergleiche. Und in den Aufgebraucht-Videos, ich rede einfach, wie mir der Mund gewachsen ist und dann spreche ich das halt aus. Ne? Es tut mir schon ein Stück weit leid, deswegen als kleine Entschädigung, denkt an die Verlosung. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schönes Peeling, ja,
wo du halt nachher, wenn du es dann abgewaschen hast, einen derben Ölfilm auf dem Körper hast. Und ich persönlich finde, dass du hier, dadurch, dass es ja, glaube ich, ein Zuckerpeeling ist und kein Salzpeeling, genau, hast du hier etwas feinere Peelingpartikel als bei dem Ingwermeer-Salzpeeling. Ne? Ja, genau. Aber schön, definitiv. Habe ich auch schon so oft gekauft, aufgebraucht und so weiter empfohlen. Ne? Ich mag den Duft, ich mag die Wirkung und ich mag das Peeling einfach. Dann habe ich leider keinen Effekt festgestellt bei der Max & More Jelly Face Mask. Die war im Adventskalender, sollte Hyaluronsäure und Avocado-Extrakt drin haben. Hätte dann ja in dem Sinne Feuchtigkeit spenden sollen. Hat sie irgendwie gar nicht gemacht. Also die hat wirklich nichts gemacht. Und dann habe ich hier noch eine Kerze, die fand ich schön, von Yankee Candle. Cherry Blossom habe ich von Corinne bekommen, genau. Oh, voll mein Duft. Also Kirschblüte, alles was so blumig ist und so sanft, ne, da stehe ich ja voll drauf. Die war im Hintergrund, die ist mir offensichtlich auch das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen explodiert. Hier hilft dann definitiv, den Duft zu kürzen. Habe ich vielleicht das ein oder andere Mal vergessen. Schöner Duft, sehr empfehlenswert. Oha, ich habe heute echt Sabbelwasser getrunken. Hier habe ich ein kleines Sachet aufgebraucht, das war bei meinem Full Face Beauty Boxen. Das war ein Primer von Giorgio Armani, Fluid Sheer in der Farbe 2. Fand ich gut, also der eine Milliliter hier drin hätte locker für zweimal gereicht. Ich habe den mir in eins drauf gemacht. Das war ein bisschen viel. Aber es war ein schöner Glowy Primer. Wer das halt Glowy mag, kann sich den definitiv angucken. Ich packe den auch mal in mein aufgebrauchtes dekorative Kosmetik, ne? Auch wenn es so eine Probe ist. Dann habe ich hier von I Want You Naked Body Oil for Heroes mit Minze und Limette verwendet. Ja, auch das wieder halt so ein Körperöl, ne? Was ich halt einfach gerne mag. Hier mochte ich tatsächlich den Duft nicht ganz so gerne, denn ich bin jetzt nicht so der Ultra-Minze- und Limette-Duft-Fan, aber ich fand das Produkt gut. Ja, deswegen habe ich es aufgebraucht. Ich mochte es, dass es ein Pumper war. Aber wie gesagt, der Duft, puh, den muss man halt mögen. Ne? Wenn man ihn mag, dann ist es wahrscheinlich großartig. Für mich war das jetzt nicht unbedingt was. Hier habe ich meinen großen Klopper. Und zwar Keratin Oil Shampoo. Deswegen habe ich auch, glaube ich, im letzten Monat kein Shampoo gezeigt, weil Alto Belly ist das riesig. Ne? Von OGX. Ja, das fand ich solide. Aber es hat schon gemacht, dass meine Haare relativ schnell wieder nachgefettet haben. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das kaufe ich auf jeden Fall nach. Ich würde empfehlen, dass wenn man sowas hat, auch mit Keratinöl, ne, das ist wirklich auch sehr, sehr schwer für die Haare, das nicht bei jeder Haarwäsche zu verwenden. Vielleicht so bei jeder zweiten oder so. Weil zum einen ist hier sehr viel Produkt drin, sodass die Haare sich halt vielleicht ein Stück weit schnell dran gewöhnen oder so. Ich weiß es nicht, das habe ich als Empfindung halt immer. Also ich merke es halt, wenn ich mein Shampoo ab und an mal wechsel, also während der Benutzung von einem Shampoo oder wenn ich dann halt eine Tube leer habe und auf die neue umsteige, dass dann immer so die ersten Male, wenn ich auch ein neues Shampoo verwende, irgendwie alles schöner ist. Ich weiß es nicht. Und deswegen, macht es einfach so, stellt euch am besten zwei Shampoos unter die Dusche und dann wechselt einfach durch. Und bei dem hier sowieso, weil ich glaube, dass es ansonsten vielleicht ein Stückchen zu schwer für die Haare sein könnte. Meine Haare sind vielleicht eh so ein bisschen anders, weil meine Kopfhaut super sensibel ist und meine Haare auch sehr, sehr fein. Also, ne, eigentlich sind sie sehr fein, auch wenn mir manche sagen, sie würden das so nicht sehen. Sie sind sehr fein, aber ich habe dafür sehr viele Haare. Genau. Ist an und für sich ein gutes Produkt, aber wie gesagt, am besten mit einem zweiten noch irgendwie dann einfach mischen quasi. Hier kommen wir zu dem Abschminkbalsam, den ich euch eben schon empfohlen habe. Von Geek & Gorgeous Mighty Melt. Also ich würde es ja hart feiern, wenn Dalton auch einen Abschminkbalsam ins Sortiment aufnehmen würde, der hoffentlich auch irgendwie bezahlbar ist, weil 12,90 Euro kostet diese Schätzelein ja. Und wenn du den ja auch zusammen mit diesem Jelly Joker in dem Set kaufst, ist es ja auch schon ein bisschen reduzierter. Ne? Ich glaube, 1-2 Euro sparst du dann. Auf jeden Fall, und dann noch mit dem Code könnt ihr auch noch sparen, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall kriegt ihr den, glaube ich, sogar schon in der Drogerie, was ich auch großartig finde. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Abschminkbalsam. Ich glaube, das ist auch der, wo Balea sich gedacht hat, ach Mensch, das sieht hübsch aus, wir bringen einen raus, der ähnlich aussieht und hoffen, dass die Wirkung ähnlich ist. Die Wirkung ist, wie ich gehört habe, nicht ähnlich. Also der hier wird immer sehr, sehr gelobt. Der von Balea bislang ja noch nicht. ja. Probiere ich heute, wie gesagt, aus. Auf jeden Fall mag ich den sehr gerne und habe ihn mir auch schon nachgekauft. Und ja, der ist einfach klasse. Kannst du nicht anders sagen. Dann habe ich Augenpads gemacht. Die waren in der Limited Edition von Essence. Love, Luck and Dragons Hydrogel Eye Patches. 24 Stunden Feuchtigkeit. Naja, weiß ich nicht. Also die waren jetzt nicht so übelst krass. Kühlen, haben wenig Pflege mit dabei, haben abschwellend gewirkt, was ich gut fand. Dann nehme ich doch lieber das Pöttchen von Essence, wo die halt auch ihre 60 Stück drin haben, ne? Wo du halt für 30 Anwendungen was dabei hast. Die fand ich nämlich auch immer sehr, sehr gut.
für jeden Tag. Dafür hat es halt auch einfach gut funktioniert. Spendet halt auch einfach Feuchtigkeit. Also das ist ja das, was ich eigentlich brauche. Hier hat es halt einfach vor allem abschwellend gewirkt. Hier ist einfach auch so die Form etwas schwierig, weil du diese Drachen hast, ne? Das heißt, es sieht hübsch aus, aber die Form ist jetzt nicht ganz so funktional. Da kann man, wie gesagt, dann besser das Pöttchen nehmen. Und dann habe ich hier noch einen Duft, Bad Oben, seit 28.12. Der hält immer noch. Ist von Domol, das Perfume in Style Raumduft Sweet Feeling. Also ich würde definitiv eher den von Domol nehmen als den von Profissimo. Genau, definitiv. Also die beiden Bäder sind eigentlich gleich groß von der Grundfläche her. Nur haben wir hier oben eine riesengroße Schräge mittendrin. Und die haben wir halt unten nicht, weil es ja Erdgeschoss ist. Und genau, da ist der andere Duft nicht gut zu riechen. Den hier, den riechst du oben richtig gut. Also wenn ich jetzt nochmal neue Düfte kaufe, aber ich habe jetzt einige noch im Backup, würde ich mir eher Domol-Düfte holen. Ich glaube, das wäre doch effizienter, ne? Dann habe ich hier etwas aufgebraucht. Pure Wonder von Bath & Body Works. Auch das aus dem Adventskalender. Ultimate Hydration Body Cream mit Shea Butter und Hyaluronsäure von Delia war das, glaube ich, auch. Genau. Die fand ich auch sehr, sehr schön. Die war recht reichhaltig und die hat unglaublich gut gerochen. Also die ist auch recht dick von der Konsistenz her. Und das war halt im Winter großartig. Und der Duft, Leute. Das war ein komisches Stöhnen, aber ja, richtig geil. Also das mochte ich einfach gerne. Ne? Das hat sehr reichhaltig gepflegt. Im Sommer gar nicht. Also nicht in meinen Dingen, weil dann würde ich ja kleben wie sonst was. Aber im Winter, das war schon cool. Dann habe ich auch von der lieben Delia noch diese Maske Pearl von Misha. Auch das traumhaft, ne? Wirklich eine schöne Maske, tolles Vlies, tolle Pflege. Sehr, sehr empfehlenswert für Maskenjunkies. Mein Freund hat, wow, so viele Produkte von mir und eins von ihm. Gute Ausbeute. Ein Produkt hier reingeschmissen, Davidoff Cool Water. All-in-One Shower Gel. Ja, er sagte, das ist halt so ein Allerweltsduft. War okay, ne? Konnte so machen. Er hat jetzt gerade das von Bruno Banani. Ich weiß nicht, ob er das in die Aufgebrauchkiste schmeißen wird oder ob es aus Versehen im Müll landen wird. Das feiert er richtig, richtig doll. Ich kann euch einmal einblenden, wie das heißt. Richtig, richtig, das riecht auch richtig gut. Ich habe es letztens nämlich auch dann unter der Dusche mal gerochen. Ganz toller Duft. Genau. Ja, das war solide. Ne? Das Parfum mag er dafür sehr gerne. Keine Ahnung. Von Yax Beauty Line habe ich was aufgebraucht. Das war eine Maske, die Glow Mask for Hydrated Radiant Skin. Also war okay, habe ich mir hier drauf geschrieben. Der Adventskalender war wirklich enttäuschend. Wenn ich mir das auch so rückblickend angucke, was da so drin war, was ich davon behalten habe und wie ich die Produkte in Anwendung finde, da müssen die, wenn sie jetzt nächstes Jahr noch einen rausbringen, oder dieses Jahr, ne, echt nochmal einen raushauen. Der war ja auch Ewigkeiten verfügbar. Kein Mensch wollte den kaufen, weil der viel zu teuer war. Also, Leute, überlegt euch, was ihr mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis macht. Apropos Preis-Leistungs-Verhältnis. Lancôme Absolue Rose 8 oder Rose 80. Das ist eine Brightening and Revitalizing Toning Lotion. Auch die aus einem Adventskalender. Ich fand die zu krass parfümiert. Also, ich habe ja eben schon gesagt, meine Haut reagiert nicht so wirklich auf Parfümstoffe. Das hier fand sie zu krass. Also das habe ich wirklich gemerkt, dass meine Haut glücklich war, als ich danach einen anderen Toner verwendet habe. Den habe ich halt abends verwendet. Ne? Das ist halt auch keine super flüssige Konsistenz. Das ist so leicht dickflüssig. Aber diese Parfüme da drin, das muss doch echt nicht sein. Das fand ich wirklich zu viel. Dann habe ich hier noch von Balea die Sweet Vanilla reichhaltige Verwöhnpflege mit Vanilleduft und Mandelöl, wirkt entspannt. Und die habe ich auch von Delia bekommen, das waren zwei Sachets, die habe ich mir dann halt für morgens hingelegt. Ne? Beruhigender Vanillepudding. Ich habe selbst ein Lachsmiley dahinter gemalt, weil ich das witzig fand, dass mir das eingefallen ist. Okay, ja, mochte ich. Ne? Es ist halt eigentlich eher eine Maske, die man dann so eher abends anwendet, aber ich benutze halt Crememasken morgens, deswegen. So, ein Parfum habe ich heute noch aufgebraucht von Deli C, das C Bloom. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind, 5 Milliliter oder so. Riecht im ersten Auftrag wie Haarspray, dann wirkt das so ein bisschen und dann hast du über den Tag immer so einen Hauch Blumen. Hauch Blume, was immer so aus Versehen mal so über die Nase geht. Wenn du wirklich einen Duft brauchst, der super unauffällig ist, super unaufdringlich, ist das vielleicht eine gute Sache. Ich werde ihn mir jetzt nicht nachkaufen. Ich hatte den irgendwo in der Box oder in einem Adventskalender drin. War okay, kommt jetzt auch in mein Fullface aufgebrauchte Dingenskirchen. Ne?
Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, hole ich mir. Da schaut euch dann lieber, oh ja, ich habe ihn so lieb gewonnen von Burberry Goddess, sofern er wieder verfügbar ist. Bei Look Fantastic könnt ihr damit Claudi Weltrauch sparen. Der Code ist nur für euch. Solltet ihr über die Links gehen, supportet ihr mich damit. Ne? So ein guter Duft, den hatte ich jetzt auch am Wochenende drauf und ich wurde viel darauf angesprochen. Ich werde generell, wenn ich ihn drauf habe, viel darauf angesprochen und ich habe den erst seit 1-2 Wochen. Der ist richtig geil und ja, Vanille, Vanille und Vanille, aber nicht zu vanillig. Also du riechst nicht wie ein Vanillepudding, du riechst einfach nach einer erwachsenen Vanilleschote. Und das finde ich cool. So, dann habe ich aus dem Dermalogica Adventskalender das Antioxidant Hydra Mist, ein Firming and Hydrating Toner aus dieser Age Smart Reihe. Der hat mir sehr gut gefallen. Also den fand ich sehr angenehm. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. War für mich halt super für die Reise geeignet, ne? Weil du den halt einfach so aufsprühen konntest, dann so eintapern, fertig ist die Laube. Und ja, waren auch nur 10 Milliliter drin, aber den fand ich sehr angenehm und sehr schön. Habe ich gerne verwendet. Dann habe ich hier von meinem Bett geholt eine Handcreme und zwar Zarco Perfume Pink Molecule irgendwas, kann ich nicht mehr lesen, 09. Eine Handcreme, die war irgendwann mal, sie spackig, in einer Goodiebox drin. Und ja, mein Freund fand den Duft ein bisschen blöd. Guck mal, Vitamin E hast du ja auch noch mit dabei. Der fand den einfach zu intensiv. Der hat sich immer umgedreht, wenn ich mir die drauf gemacht habe. Ich habe den irgendwann nicht mehr gerochen. Also für mich war der irgendwann gar nicht mehr so präsent. Und Schatzi sagte dann immer so, boah, ey, du hast schon wieder die Handcreme drauf, oder? Ich habe jetzt aktuell eine in Anwendung von Rituals, wo ich persönlich finde, die riecht voll intensiv und er riecht die einfach gar nicht. Also Duftempfinden sind ja auch immer, oder Empfindungen sind ja auch immer unterschiedlich. Ich mochte die. Die hat jetzt nicht super krass gepflegt, aber ich mochte die gerne auf den Händen haben, weil die auch schnell eingezogen ist. Ich konnte recht schnell danach Sammy streicheln. Sammy hat es nicht gestört, der ist nicht aufgestanden und gegangen. Nun, dann habe ich hier noch ein paar Masken und dann sind wir gleich schon durch. Leute von heute, ihr seht es ja in der Timeline, ne? Wie weit wir schon sind. Das ist ja krass, wie viel ich heute rede. Ja, von Misha habe ich hier nochmal die Granatapfelmaske, Pomegranate, auch die wieder reiht sich dem Ganzen ein, fand ich sehr, sehr schön. Auch nochmal aufgebraucht von Kneipp das verwöhnende Cremeöl-Peeling von Melli. Also ab und an habe ich das einfach gebraucht, wenn ich so, Entschuldigung, Kackpeelings zeitweise dazwischen hatte, dass ich mir dann einfach das hier genommen habe, weil das war ganz praktisch, dass ich das als Sachet hatte. Ne? Sind so zwei Anwendungen drin und das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich dann einfach wieder ein richtiges Schrubbelpeeling hatte. Oh, das war wirklich ein Aufatmen unter der Dusche für mich. Dann habe ich hier noch die angesprochene Augenmaske von Coris, die aber leider nicht Koffein war, sondern Cucumber. Keine Ahnung, was mir da in den Kopf gekommen ist. Auch gegen Müdigkeit, deswegen wahrscheinlich. Also die fand ich sehr angenehm, die war auch erfrischend. Habe ich mir immer so ein kleines Strützchen unter die Augen gegeben. Ne? Hat mir echt gut gefallen. Also das sind auch so Augenmasken, die kann ich euch auch wirklich, ne, wirklich empfehlen. Das ist eine schöne Sache, wenn ihr jeden Morgen sowas drauf macht. Einfach die, ne, wenn ihr morgens ins Badezimmer geht, Hände waschen, Gesicht waschen, ein bisschen was unter die Augen, ein bisschen Crememaske drauf, Zähne putzen, einwirken lassen, Gesicht waschen, Pflege drauf, fertig ist die Laube. Richtig geil. Apropos, da habe ich dann nochmal die Extreme Lift von Dalton. Hier haben wir dann nochmal zum Abschluss ein Knallerprodukt. Die Extreme Lift hat ja, habe ich ja eben bei der Ampulle auch schon gesagt, dieses pflanzliche Botox mit drin oder synthetisch. Ich weiß es gar nicht, ob es pflanzlich oder synthetisch ist. Ich glaube pflanzlich. Das heißt, du hast wirklich einen Lifting-Effekt dadurch. Hier muss ich wirklich sagen, das ist für mich für den Winter zu wenig. Also im Sommer kann ich mir das gut für mich vorstellen. Ich meine, ich gebe mir ja auch im Winter einen Lichtschutzfaktor drüber, aber ich habe da eine sehr, sehr, sehr trockene Haut. Da war mir das einfach zu wenig Pflege. Aber im Sommer kann ich mir das gut vorstellen. Im Winter ist dann eher so Hyaluronic Urea meins. Oder jetzt gerade habe ich in Anwendung diese neue Dalton Med Gesichtscreme, weil meine Haut wirklich sehr eskalativ unterwegs war, eben durch die Charlotte Tilbury Produkte und diesen Test, den ich da auch gemacht habe, ne, ist da ziemlich viel mit meiner Haut passiert. Das sind auch noch weiter Produkte, die ich noch in Anwendung habe, aber die beruhigt jetzt gerade noch mal richtig viel und durch den Stress, den ich habe und so weiter, da hat sich einiges angestaut in meinem Gesicht, was raus wollte und was einfach wehgetan hat. Und ja, da hilft die Creme jetzt gerade morgens. Nun, ihr Lieben, das war mein Müll von Januar und ich hoffe, dass ich euch vielleicht so ein paar Empfehlungen und Entfehlungen geben konnte, dass ich euch so ein paar Tipps mit an die Seite geben konnte. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass diese Aufgebraucht-Videos für euch nach wie vor so hilfreich sind, wie sie für mich sind, denn das ist mein liebstes Format, was ich auf YouTube auch immer gerne suchte bei anderen Kolleginnen und Kollegen und was ich einfach großartig finde, weil du siehst, die Produkte wurden verwendet, sie wurden aufgebraucht und man kann da wirklich eine
umfassende Review, eine umfassende Meinung zu hören. Und ja, das war's auch schon von mir. Wenn es dir hier gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.